So, herzlich willkommen. Ich habe jetzt erst die Folge gestartet. Wir sind immer noch im Echsenkönig-Gefilden hier. Gebilde. Ich habe jetzt erst die Folge aufgenommen, die später hochgeladen wird. Also diese Anfangsfolge. Einfach mal ein bisschen verpasst. Oh, wir können Haben keine wir Munition mehr vergessen. aufnehmen. Wir haben jetzt eine Knarre, nehmen wir jetzt. Peng, peng, peng. Stimmt, wir haben Eine Maschinengewehr gefunden Menschenwaffe. gerade. Ja, ganz viel Munition und Energie, aber brauche ich alles gar nicht. Ist viel zu viel eigentlich. Ah ja. Diese eklige Kartenhand kommt echt oft zum Einsatz. Bitte stell dir mal das Es ist auch ja mal auch ein so. Gefängnis, Michaela, klar. Es ist gut, dass sie zumindest mal nur realistisch. Hier ist jede Tür verschlossen im Gefängnis, das sollte es auch sein. Wer von euch war schon mal im Gefängnis zu Besuch oder so? Was für ein Besuch meinst du jetzt? Keine Ahnung, vielleicht kennt man ja Oh, jemanden oder Munition ist so. voll. Er nimmt schon nichts mehr auf. Krass, eine volle Ladung. Und der geht in die Knie schon. Der nicht. Mein Papa durfte zum Beispiel mal eine JVA besuchen, ne? Weiß nicht, ob da die irgendeinen Auftrag für ihn hatten, da was zu machen, weiß ich nicht mehr. Alter. Irgendwo in Bayern gibt es da irgendwie, kannst du in einem Gefängnis sogar schlafen, haben sie umgebaut zu Ich einem habe gerade gelesen, Hotel. findet diesen Sachsen und erledigt ihn. Aber da ist Sachsen und Echse war falsch, ist eigentlich nur. Achso, hier war mal Hey, schon. war ich ja gerade Hier war schon. die Michi. Wo muss ich Muss schon hin? mal vielleicht da rein und vielleicht gibt es ja was anderes. Hier rein. Hier waren wir doch. Ah ne, guck mal. Wo steckt sich denn der alte Hallo-Trier? Hey, ja, warst du doch schon. Dann schon du das Kartenlesergerät gemacht. Hä, du warst doch in der Küche jetzt gerade, Michael. Ja, Das war doch im genau. Kreis. Warum schickst du mich hier in den Weil Kreis du doch da zurück? oben warst, da war nichts mehr, oder? Von hier kamen wir jetzt. Der hat die Tür aufgemacht. Ich geh jetzt da hoch. Ah, hier kam er doch Da war her. ich auch, genau. Das ist ja crazy. Das ist aber eine ziemlich doofe Stimme, oder? Kann das sein? Ach ja. Ich würde es stimmungsvoll benennen, aber du. Sollst du sagen? Stimmungsvoll, habe ich gerade gesagt. Hat Eben eine vor einer Stimmungsvoll. Sekunde. Er hat eine stimmungsvolle Stimme. Ja. Jetzt laufe ich wieder im Kreis oder was? Was soll ich denn machen? Geh mal nochmal hoch zu den Händen, da war da gar nichts mehr. Nee, da war nichts. Kein Licht. Steh doch mal den Springer nochmal hoch. Maikille. Nee, jetzt komme ich doch einfach wieder da oben vorne raus, Michaela. Das ist doch im Kreis Darunter laufen. kannst Nein, da halt. kann man nicht Ach runter. so. Herrgott. Jetzt geht's wieder los, ey. Habe ich auch mal kurz. Ein Lizard King Mimi. Michaela. Da war auch ein Schalter. Ja. Wenn man es Sag eher mir doch, wo es Richtung lang geht. da vorne fährt ihr raus. Ja, einfach Und wieder da zurück. hoch, genau. Toll. Da steht einer auf, das könnte der richtige Weg sein. Da sind diese Bosse-Level einfach nicht gut. Das könnte auch sein, aber hier gibt es gar nicht so viel, wo sie sich eigentlich fest hinhängen. Oder rennen die immer weg von Ja, das uns? macht eigentlich keinen Schaden auf ihn. Sobald die immer noch liegen, nehmen die keinen Schaden durch das Schießen. Sonst würden die jetzt nicht so lange durchhalten. Ich muss erst warten, bis sie stehen. Dummer Scheiß. Der Ding ist auch nicht aufgefüllt. Hinten Gesicht war der Christ zufällig.
Geh mal da durch und geh mal da gerade. Da war irgendwas. Oh Mann, dieses Rumirren, ey. Das ist schon grün. Ja, jetzt kann man hier halt echt einfach nur mal durchs ganze Level durchlaufen. Das ist echt scheiße. Gefällt mir jetzt nicht so. Ah, das ist der Anfangsbereich wieder. Da ist auch grün schon. Hallo Max Brause, grüß dich. Halli, hallo. Michaela. Hm? Wo geht's lang? Das ist nicht mein Spiel, das ist dein Spiel. Du hast schon mal durchgespielt, doch, oder? Hier wahrscheinlich nicht, oder wenn es nichts abgeht. Wir finden den alten Scher irgendwo, den alten Lizard King. Wäre aber geil, wenn wir es in diesem Stream noch schaffen halt. Raid! Ah! Zantal ist raiding mit einem. Hallo Zantal! Okay. Ja, hier war ich halt schon überall. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Du musst einfach alles immer abklappern. Keine Karte. Ne? Ja, das ist nicht scheiße. Das ist ja langweilig. Soll ich nochmal spielen? Schaut doch mal komplett Lösungsbuch nach. Das war klar, dass du es wieder willst. Ich? Ich doch nicht. Das macht man doch nicht. Wissen Sie, dass die Tomb Raider Lösungsbrüche eher schlecht sind? Das ist Munition zum Einsammeln, ne? Michael, du hast vorher nicht aufgepasst. Also wir waren voll noch schon mal dran geschossen, okay. Das ist der scheiß Küche hier, ist auf dem Kreis. Endlich Feierabend. Oh, musst du so lange arbeiten, oh je. Und hier ist einfach auch nichts. Das ist so eine Tür. Das habe ich heute aufgemacht. Ja, ey, dann ist wirklich, aber was, dann macht's keinen Sinn. Wenn nur die Tür jetzt aufging. Gab's denn sonst schon irgendeine Tür, wo wir nicht aufmachen konnten? Guten Abend, Natal, habe Metroid Returns Turn of the Samus 100% Item gemacht. Oh, sehr gut. Hab es in 1 Stunde 40 in-game durch. Bin dazu auch gleich. Ah, geil, okay, sehr gut. Glückwunsch, Santale. Was soll ich machen? Ich werde heute auch nochmal anfangen. Wie komisch mit den Bossen irgendwie.
Da schalten ja ein paar wieder auf. Voll. Da hinten, da war auch der Trigger, ja. Oben, aber oben. Oben vielleicht? Grün, ja, okay. Mein Gott, ich sitze hier drin. Und wir kriegen keine von diesen scheiß Totenköpfen. Das war nicht gut. Das ist neu hier. Warum läuft nur ein normaler Mensch wieder, der wahrscheinlich der Kopf da wieder platzt? Schießen, geil. Danke, Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Da hoch kann man springen, oder? Kann ich auch zu. Ah, da, okay. Ganz ruhig, Freundchen. So zapseln. Boah, wir keine Totenköpfe mehr kriegen, ey. Das ist komisch, ja. Doch, da ist jetzt. Super. Hilfe dem ein. Ich hab's. Sind wir ihre Billardtische da reinpfeffern, dass man das hoch kann? Okay. Bam, bada, bam. Wie geht es euch denn so? Shadowman habe ich in meiner Kindheit von gehört, aber nie gezeigt, worum geht es. Ich weiß nicht sowieso, aber ich erinnere mich an. Santana, seid ihr dir im Wärmsten die erste Folge empfohlen? Da gehen wir ausgiebig auf die Story ein. Oder Folge 0 am besten, da ist noch am meisten. Da widmen wir uns komplett der Story. Das wäre jetzt zu komplex, das alles hier so wiederzugeben. Mitten im Spiel. Wir müssen auf jeden Fall 5 böse Männer aufhalten. Wir können zwischen der lebendigen Welt und im Reich der Toten mal hin und her switchen. Weil wir der Shadowman sind. Hier ist ein bisschen. Aha. Aha. Hier ist ein komisches. Hier unten muss doch etwas sein. Sehr gut, Shadowman. Shooter-Rohr, ne? Wo ist das jetzt? Okay. Muss gleich hier unten zeigen. Ach so, ist da. Das hier. Das ist ein Fahrschlauchchen. Dann speichern wir und hüpfen runter. Wenn man dann hip. Oh, da gibt es jetzt andere Leute in anderen Farben. Ich glaube, wir sind ganz nah. Ich glaube, wir sind ganz nah, weil ich erinnere mich ein bisschen. Die Musik wird auch anders. Hört ihr das? Wahrscheinlich wird dieser komisch. Ja, ja. Die Insassen auch.
Ich muss es öffnen. Okay. Okay. Jetzt ist die Frage, was war da links? Kann man nur lang gehen, wenn du willst. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Was haben wir jetzt für... Hey! Schrotflinte! Shotgun einfach so aufgenommen. Hör, schießt einer? Ich dachte auch, dass einer noch schießt. Ja. Hier findet man ja Waffen, das pfeift, meine Lieben. Oh, oh. Ich hab's. Und das jetzt auch? Oh. Ach, die kommen. Ach, ich bin dass der Shadow manchmal immer war ein bisschen. Ich bin ja geschossen. Ich hab's. Kniet nieder vor dem Shadow Man. Shortcut? Ich muss es öffnen. Gibt's bestimmt einen Shortcut. Oh nein, wo geht's jetzt auch nochmal hoch? Jetzt ist es doch wieder mega komplex hier auf einmal. Jetzt müsste es ein Schnellwaffensystem geben. Waffenwechsel. In der Mitte konnte man ja auch nochmal reingehen, aber. Oh nein, jetzt ist die Scheiße leer. Ich meine mal speichern, Chris? Hier ist gar nichts so. Das mit dem Licht ist... Schwierig. Oh mein Gott. Ey, das ist so arschkomplex hier. Ich habe mich komplett verlaufen jetzt. War ich hier schon? Scheiße, das muss doch irgendwie aufgehen. Da unten! Da hockt er! Ich glaube, das ist er. Ah ja, das ist er. Okay. Aber wir müssen unten noch in die Mitte auch noch rein, Chris. Ja, ja, da wird er halt sein dann. Die gelben Dinger, Mann. Da muss ich schon hochkommen. Da kann schon ich da lang gehen. Ei! Oh, ich hätte jetzt gern Licht hier mal, ey. Sind die Toten an oder ist da ist er? Sehr guter Lizard King. Seinen richtigen Namen habe ich wieder vergessen. Der hatte mehrere. Die haben alle mehrere. Ach, guck mal. Das Geld? Das wird mir sicher von Nutzen sein. Akkumulator, zwei Stück. Was haben wir mit dem anderen Typ? Achso, da müssen wahrscheinlich seine dunkle Seele einfangen oder so. Oh. Wie die Geisterjäger? Mhm. Ah, da ist ein Ding. Ach, Schuss. Wir waren trotzdem nicht unten da, ne? Oh, was macht es?
Vielleicht ist das Tor vom Lizard King jetzt offen. Oh. Ja, wir gehen jetzt runter. War das hier? Ich glaub nicht, nee, da waren wir noch gar nicht, oder? Sie fackelt gleich wieder bald wieder aus, ey. Oh, was ist denn hier jetzt noch los? Ich nicht, hier finden Männer auf. Ich muss jetzt, also ich sind die Lebenden auf. Ja. Ja, komm! Der Lizard King, der die komisch verflucht. Wo ist denn meine Munition? Okay. Wechsel doch nochmal schnell die Waffe, Chris, oder? Ja, das meine ich, wenn es dann so ein System geht, dass es schneller geht. Da schon den Waffenring. Ah ja, stimmt. Nee, hab ich weggemacht. Oh, jetzt habe ich das Ding benutzt. Wow, oh, Locke 90. Dankeschön. Dankeschön. Das ist Prime. Auch wenn wir angespannt wirken, wegen dem Geräusch, Alter, wir gezuckt haben. Jetzt voll Christen irgendwie. So. Okay, das war hier alles bloß. Die Beichtstühle. Nicht geil. Das sind zwei verschiedene Treppen. Ja, durcheinander hier. Oh mein Gott, nirgendwo ist gelber Shit drin. Gelber Shit. Heute ein bisschen schreckhaft. Ja, ja. Es so dunkel ist. Es ist so warm, ey. Ich werde mal im Sommer spielen, ist halt auch nicht cool. Warum? Weil es so warm ist und so lang hell. Warum ist es so knapp verteilt? Ich verstehe das nicht. Wir brauchen das vielleicht bloß zum Licht machen hier die ganze Zeit. Du bist gar nicht voll, Chris. Oh mein Gott. Kriegst du den Arsch voll geschafft mit Seelen? Das Fass abschießen, Penner. Secret Area, okay. Und gibt's irgendwas Geiles? Nee. So ein Tiefflugstatus. Ein Kortox. Nix gibt's hier. So, und sich echt überall reinzugucken, Leute. Was soll man diese Secret Area bedeuten, sag mal. Keine Ahnung, wo ich hergekommen bin, wo ich hin muss. Also, warum? Jetzt waren wir hier. Ah, okay, okay. Nee, ich will. Jetzt musst du hoch, Chris. War warum? Ich schon. Shit. Geh hoch, jetzt gehen wir zum Echsenkönig. Wohin? Links. Warum? Der war unten, der war, wir waren ja über ihm, Michaela. Da ja, und auf oben ist Ebene bestimmt sein. Das Gitter aufgegangen, oder? Aber hier unten waren wir doch auch nicht überall. Da, ich glaube, da hast du das Gitter jetzt nämlich gerade aufgemacht, nicht, oder? Was ist? Nix. Was ist? Wir sind so gespannt auf den Echsenkampf. Was war das für eine Geste gerade? Das war die Geste der Verzweiflung. Hier komm ich her. Ja, genau. Komm, ich besiege mir ein bisschen von oben runterspringen zu dem Echsenmann. Dann speichern wir mal kurz, bevor wir ihn sehen noch. Aber ich hätte mir gerade einen blauen Flecken auf seinem Kopf. Geht dann nicht wie bei Trespasser, dass er schneller geht. Wenn du hüpft? Ja. Hm. Was ist denn? Was machst du denn? Erzähl mich doch nicht so. Da! Was ist denn hier? Oh, da geht's fest im Lizard King. Was hier wohl ist? Oh, oh.
Das frage ich mich auch, Shadow Man. Da, oh, da. Ich. Sag ich doch von Juhu, unten. Hallo, hallo, Satman. Habt ihr schmeckt Blei? Stütz mal bitte ernst nehmen hier. Kippst, Leute. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Das heißt, kann ich irgendwas für Sie tun? Ja, du kannst tatsächlich was für mich tun. Und das wäre bitte? Du kannst mir verdammt nochmal aus dem Weg gehen. Ah, das wird wohl leider nicht möglich sein. Hey, alles ist möglich, Doc. Von allen Menschen solltest doch ausgerechnet du das wissen. Oh, tut mir leid, habe ich gerade Menschen gesagt? Kleiner Fehler meinerseits. Du bist ja gar kein Mensch, habe ich recht? Habe ich nicht recht? Sie erwarten doch wohl keine Antwort auf diese Frage. Stimmt. Über dich weiß ich ohnehin schon Bescheid, Doc. Du hältst dich für unheimlich clever. Sieh dich nur an, selbstzufrieden wie du bist. Du Held deiner eigenen mitleiderregenden Machtfantasien. Und dabei bist du doch nichts als ein weinerliches kleines Baby, stimmt's? Ganz tief in dir drinnen, bibbernd vor Angst. Pisst dir in dein kleines gerüschtes Höschen. Ach, hören Sie schon auf! Nur ein fiepsendes, kotzendes, nacktes Baby. Da ganz tief in dir drin. Passen Sie auf, dass Sie Ihre Metapher nicht durcheinander werfen. Also geh mir schon aus dem Weg, kleines Baby. Ein zweites Mal sage ich es nicht. Nein, ich gehe nicht aus dem Weg. Ganz bestimmt nicht. Wissen Sie, wer ich bin? Na, wissen Sie's? Mein kleines Baby bist du. Nennen Sie mich nicht so. Ich bin der Todesengel, der Echsenkönig. Sehen Sie nicht, was ich hier bewirkt habe? Sein Königreich habe ich hier auf Erden errichtet. Ich bin der Führer der Fünf. Sie sollten mich fürchten. Fürchten sollten Sie mich. Du tust mir so leid. Das war jetzt aber nicht sehr nett, oder? Denn ich werde sitzen zur Rechten des Herrn. Haben Sie das gewusst? Denn unser sind viele. War Ihnen das klar? Sie Wurm. Sie Stück Kot. Sie nichts. Und nun die Apokalypse. Das Ende aller Dinge. Ihre Voodoo-Schlampe hatte recht, mein lieber Michael. Das Ende naht. Und es kommt schneller, als Sie denken. Geil. Das ist die Originalstimme von Hannibal Lecter einfach mal auch. Mega geil. Sieht ja voll aus wie Hannibal Lecter hier in dem. Checke. Du weißt gar nicht, wer Hannibal Lecter ist, Michaela. Tu doch nicht so. Der ist schnell, fuck ihn nochmal. Ich hätte mal. Boah, er ist mit Echsen kann ich da tun, er rennt ja wieder. Dann muss ich die scheiß Dinger vielleicht machen, die Schalter. Ist das schnell wie eine Echse vielleicht? Hat er gerade Scheiße gesagt? Ja. Ah! Oh, er verhandelt sich! Sein wahres Ich kommt zum Vorschein. Dein Stuhl ist hässlich, Echsenkönig. Alter, wie schnell ist der bitte? Hilf! Keine Chance mehr. Waffe ist leer. Waffe sagt nein. Kannst du nichts nehmen. Oh, der tötet dich jetzt. Ja, was soll ich machen? Warte mal, da gibt's doch noch. Da gab's noch Fässer hier, oder? Ah, hau ab! Die sind bald kaputt. Nein! Oh, Scheiße. Voll. Nein! Dann darfst du mal, viel Spaß. Scheiße! Ah, da kommt er gerade zu mir. Super. Ja, das ist ja ein Safe Point gewesen hier. Ah, gut, ist ja aber easy dann jetzt, ne? Macht er da weiter, wo wir aufgehört haben. Das ist natürlich nice. Oder, was heißt nice? Zu einfach ist es eigentlich. Hat das mit der Kirchenmusik zu tun, weil das irgendwie so was mit. Die haben auch irgendwas von Gott oder irgendwie so ein Zeug labert. Sorry, war ein bisschen zu laut gerade die ganze Zeit, der Kampf. Ein bisschen mehr, oder? Würde ich ja gerne, aber der ist so schnell. Da hinten sind noch Fässer drin irgendwie versteckt. Da hinten ist auch irgendwo ein Schalter, habe ich gesehen. Vielleicht muss man den zwischenzeitlich irgendwie mal aktivieren oder so.
kommt da hinten. Schuss. Scheiße, keine Munition. Shit. Was hat mir die Dinger eigentlich gebracht jetzt? Der Schalter. Hab ihn! Ich bin der Echsenkönig. Ah! Nein, hab ich nicht. Der ist unbesiegbar. Müssen wir das Item einsetzen? Nee. Glaube ich nicht. Gerne etwas lauteres Spiel, okay. Ist aber die gleiche Musik wie immer. Ah, mich ist glaube ich nicht. Oder? Hätte ich ihn vielleicht. Ja, vielleicht muss man ihn vielleicht mit der Waffe töten dann, als er am Boden war. So finishen wir es sich halt, ne? Vielleicht, ja. Hier liegt ja auch noch ein bisschen was rum. Super. Toll. Ja, warte kurz, das war gut. Ich brauche Munition. Schon wieder vorbei. Scheiße, ich komm nix zu nix hier. Das ist ja krass dumm. Scheiße. Schön, dass ihr einen wunderschönen guten Abend. Willkommen beim Bossfight gegen den Echsenkönig. A.K.A. Hannibal Lecter. Weil er nämlich genauso aussah und genau die gleiche deutsche Synchronstimme hatte. Das fand ich damals schon geil, glaube ich. Auf jeden Fall. Nee, benutzt nicht die Waffe. Wahrscheinlich oben jetzt auf, wie er das mit hoch kann. Hab mir schon was eingesagt nach. Stell mir 1000 Tode. Ja, jetzt hör mal auf. Man kommt hier nicht voran. Du kannst gar nicht so weit rennen, so. Hier nix. Das ist halt dumm. Wie geht's denn hoch, Michaela? Kannst du da links hoch? Links? Da, glaube ich, oder? Nee, hier ist Leichnam. Achso. Okay, dann sag einfach, dass du es nicht weißt, Mensch. Dann irren wir nicht, rum die ganze Zeit. Zwischen den oben haben. Ja, oben war offen halt, Michael. Oben sind noch Fässer und Scheiß. Mist, keine Munition mehr. Ach, das ist ein Scheiß. Verdammt. Kommt da gar nicht von hin. Oder jetzt? Kannst du einfach hochspringen. Mich sieh halt an. Jetzt aber. Ja, siehste. Ich drauf, Chris. Ja, hast du vorhin schon haben können. Du hast ein Baby immer. Das wird mir sicher von Nutzen sein. So. Die dunklen Seelen gehören mir. Gehören mir, ja. Du hast schon vorhin schon kaputt gehabt, den alten Sack. Das hast du, glaube ich, eher aufgemacht. Alter, was ist denn hier los? Was ist das? Ah ja, Akkumulator, glaube ich, hier. Nee, kein Akkumulator. Das
Sein komisches Ding, was wir gefunden haben von ihm? Ja, ja, wahrscheinlich irgendwas. Dann müssen wir jetzt vielleicht den Akklimatator einsetzen. Ne, ist einfach nur ein Rückweg. Achso. Also haben wir jetzt einen Boss. Ja, Mann! Hallo Sarah, Butterfly, grüß dich. Oi! Was ist hier los? Okay. Oh, das ist unfair. Und jetzt? Tote sind aber auch inkonsequent hier. In. Da irgendwo sind wir im Asyl jetzt wieder, kann das sein? Ja. So, man check auch nochmal gleich aufsuchen und töten. Nee, schauen wir uns erstmal hier um. Was ist denn das hier für eine Höllenmaschine? Links oder rechts kann man lang gehen, ne? Mit dem Mund weg, Michaela, und ein bisschen lauter reden, dann können die Leute dich auch verstehen. Okay. Ich sag, du, was ist das für eine Höllenmaschine, wo wir rauskommen sind? Schlossen. Wir können mal bei der Ingenieurschüssel einsetzen. Das ist die große Tür. Oh. Okay. Auf der anderen Seite vielleicht? Ja, ja, ja. Der Anführer der 5 war ein Loser, oder Chris, was sagst du? Nochmal sogar. Okay, wo auch immer das ist. Wir werden es bald herausfinden. Da! Ah, die kommen runter. Geil. Komm, ich glaub noch mehr Leute, aber ich kann sie lesen. Die Schrift ist was? Hallo, Rob. Nein, ich hatte das Spiel auf dem PC. Rosa Blut, weiß ich noch. Ja, alle deutschen Versionen haben dieses Blut. Also das Remaster halt, das ist die deutsche Remaster-Version. Die ist jetzt unzensiert. Mhm. Oder Rosa Blut hatten, ja, genau. Wenn Blut, dann rosa Blut. Also nicht runterfallen? Oh. Taifu ist ein PlayStation-Spiel, glaube ich, gewesen, ne? War es nicht so ein Tiger? Oder verwechsel ich das? Ich weiß es nicht. Das sind wieder so Innereien-Dinger. Und ein Tisch, ein großer. Mit einem Hand, mit Händen drauf. Pfui, ich habe ein hässlicher Tisch. Man, ich muss das Spiel mal, ich muss das Spiel mal komplett in den Ego durchspielen. Das ist schon auch geil. Aber ohne mich, da war es mir nämlich schlecht. Hallo, Willochen. Welcome. Oh, nicht der Bastard. Ja, toll. Oh, gleich noch mehrere von denen. Toll. Ah, Mimi, weil warte, ganz ruhig bleiben. Oder? Doch nicht. Mach ihn fertig.
Oh, jetzt habe ich die Riesen rausgelassen. Hui. Hallo. Macht er mir was? Oh shit, da komme ich jetzt. Speichermale. Upsi. Genau, Tiger, der Kung Fu lernt. Genau, bei genau. Bei uns gibt es jetzt nicht viel Lurche, ne? Das Spiel fehlt mir noch in der Sammlung. Oh, hallo. Oh Gott, was haben die denn vor? Oh ne, bitte nicht durch die Wand durchschießen. Alter. Die können auch so die kommen echt hoch. Habe ich noch mal eine Knarre eigentlich? Kann ich hier nicht nehmen. Nur sterben. Oh nein, oh. Aufladen nicht vergessen. Toll. Ich muss raus hier. Das sind ja krasse Viecher. Oh mein Gott. Der Arbeitskollege von mir kam heute mit einem mit einem Wollpulli an, was ich meine, heute früh war es ein bisschen dunkel bei ihr. Michaela. Können wir hier bleiben? Hast du auch über anderes Zeug geredet? Und sieh mal, wie ihr schiebralle Sonne. Guck mal, ich hab ihn. Sehr gut. Armee der Verbanden. Besiegt eine Reinform heißen sie, okay? Was war das denn jetzt gewesen? Da unten schon das Achievement dran, oder wie man das nennt. Hab ich. Gehören mir. Sehr gut, Chris. Schieß da drauf. Er explodiert schon. Seelen gehören mir. Ja, brutal. Jetzt haben wir da auch mal welche kaputt gemacht. Wo saßen die jetzt drinnen? Wo war ihr Gefängnis? Hier? Das ist da. Ach, hier. Schön. Schön gepolstert. Willst du sich nicht wehtun, weißt du? Oh. Dein Liebling-Item neu. Das ist die Armee, mit der sie die Erde überfallen wollen, quasi, diese Viecher. Wie bei Herr der Ringe vielleicht die großen Orks oder sowas, weißt du? Riesen. Wer? Ja, der Ingenieurschlüssel. Mhm. Okay. Hast du gut gekämpft, Chris? Bin stolz auf dich. Ja. Dein Applaus. Ja, nee, nee, bitte nicht übertreiben. Los, platzen mal, bitte nicht übertreiben jetzt hier. Kann es sein, dass wir mehrere Typen besiegen müssen, dann kommen wir wieder weiter da? Ich muss jetzt da hoch, wo die Tür aufgegangen ist. Ich muss irgendwie da hochkommen. Hallo Viper, grüß dich. Hallihallo. Ich muss hier von Ding zu Ding springen, irgendwie. Schaffst du das? Irgendwo muss es hochgehen. Da, Shadow Man links. Ja, sag ich doch. Wir wollen immer noch, vergiss nicht, wir wollen immer noch mit Chanti plaudern. Da hat er mich jetzt wieder ein Ausrufezeichen. Wir haben extra noch auf euch gewartet. Oh, shit, immer ist nicht gesprungen. Pack mal das Ding weg, okay? Was? Ich packe das Ding weg. Das Feuerding. Dann kann sich der Shadow Man nämlich besser greifen. Oh, shit. Waffen mit Fluch habe ich damals auch gespielt. Das war auch geil, ja? So. Jetzt springen wir von links nach rechts. Hip. Oh. Können wir vielleicht das eine wegpacken? Nee, so. Michael, das geht doch alles klar. Aber ich denke, manchmal muss er sich vielleicht festhalten, oder? Schau. Shadow Man, ja. Hopp. Ah. Okay, jetzt brauchen wir unsere Waffe. Scum VM ist ein Emulator. Scum hieß die Engine damals von Monkey Island. Die genau. ganzen Indiana Jones Adventures. Und Monkey Island wurden mit der Scum Engine gemacht. Die hieß halt so. Und Scum VM ist jetzt halt so ein Emulator daran angelehnt. Und wo wurde der verwendet? Was? Wie verwendet? Bei Scum. Bei Buffemans Fluch auch? Anscheinend. Ja. Nee, man kann über Scum VM das spielen.
das Spiel spielen über diesen neuen Emulator. Der heißt halt Scum vor allem wie die alte Engine, aber ist halt ein Emulator. Hilfe oder Rat. Da hat die Xena nicht unseren Ding geschaut, sondern Monkey Island geschaut. Da habe ich es nämlich, glaube ich, auch erklärt, was Scum ist. Stimmt, ja. Gibt sich der Christoph viel Mühe und ihr guckt? Oder man hat sich nicht gemerkt? Nein, ist alles cool. Ist doch alles gut. Das muss mal geölt werden. Wobei Scum vor allem einfach eigentlich kein Emulator ist, weil die schimpfen sich selbst nicht Emulator, sondern Kompatibilitätsprogramm, weil ich kann jetzt die alte CD von Monkey Island haben wir jetzt so gespielt über diesen Scum vor allem, ne? Also wir haben die alte CD benutzt und während der PC Windows es nicht lesen kann, kann aber das Scum vor allem die CD lesen. Und als Original einstufen, dann eben das Spiel auch gut davon laden. Und so wurde das quasi gemacht. Also es ist quasi gar nicht emuliert, es ist schon, es ist kein Emulator eigentlich. Also gibst du ihnen recht. Habe ich aber auch schon erklärt, mein Kerl, da warst du dabei. Ja, ich weiß. Ich sage ja auch nichts. Okay. Ja, Scum, nee, Scum ist ja mit Doppel-M geschrieben, deswegen. Ist natürlich lustig, sich doch jeder Monkey Island Humor, Scum. Ist doch klar, dass es nicht als Beleidigung gemeint ist, sondern als Engine-Name und so. Bei Scum muss ich irgendwie ein bisschen an Scampi denken. Nur weil es ähnlich klingt, Michaela. Du machst immer alles so zusammen, nur weil es ähnlich klingt, ey. Das Türchen bleibt zu. Und wir gehen weiter. Packen unser Spielzeug weg. Hüpfen hoch. Ziehen uns hoch. Jetzt sind wir hier oben. Hangeln! Oder? Ich glaube, nee. Ich speichere mal lieber, okay? Die dunkle Oh, wir sind in der dunklen Maschine, Chris. Waren wir noch darüber? Da ist schon einer eingesperrt, Mu. Mei, bist du ein Süßer. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Da weint der kleine Luke wieder, oder? Okay. Du bist beschossen, Michaela. Von wem denn? Du musst runter da. Da lassen sie das bitte. Oh nein, da sind Viecher noch frei. Lass mich hoch zu dir. Hol sie. Wunderbar. Mein Gott, ja, wir sehen echt gut aus. Hilfe, es kommt zu mir. Ja, MS-DOS, also DOS-Box. DOS-Box ist ein Emulator, der alte DOS-Spiele erkennen kann, aber der ist halt kompliziert zu bedienen oder da muss man ein bisschen was sich auskennen. DOS-Box ist so ein alter PC-Spiel-Emulator. Und da gibt es auch irgendwas ganz Neues, aber das ist irgendwie, das muss man sich auch reinfuchsen. Das habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber irgendwas ganz Neues gibt es auf jeden Fall, dass man wirklich alte Spiele, auch nicht DOS-Spiele. Wie kam es denn eigentlich auf das Emulator-Zeug? Wegen Scum vor allem. Wie kannst du auf Scum? Genau, durch den DOS-Box, exakt. Michi tot? Der stammt ja noch. Ne, er lebt noch. Oh, und geil. Ich habe gesiegt. Kriegst du jetzt voll Energie eigentlich? Nö, oder? Und auf drei. Dunkle Seelen gehören mir. Du bist immer lauter als er, Michaela. Ihn hört man nie, glaube ich. So schau es auch mein Satz. Am Ende werden die Leute sagen, ja, es ist also immer nur du gesagt. Make Baba Gump Shrimp, genau. Wer? Das ist peinlich. Okay. Jeder hat Forrest Gump gesehen eigentlich. Schon wieder lange her. Ich merke mir eher die Sachen aus Videospielen als Film, das wisst ihr doch. Aber was Forrest Gump mit jeder? Trotzdem habe ich das einmal gesehen. Ja. So, jetzt brauchen wir Ingenieurschlüssel. Oder warten sie schon? Und du hast keine Energie, ne? Oh. Tja, jetzt kommt die Panik. Nein, Shadowmin!
Go Michi, go oh. Tja. Verdammt, sag ich da auch. Wo haben wir gespeichert? Habt ihr laden, auch was? Laden, erstmal laden bitte. Bitte habe ich das große Fischer besiegt gehabt. Ja, okay. Jetzt muss ich es ja wieder probieren mit der schlechten Energie. Tja. Das ist, wenn man speichert. Wir schaffen das schon, ne? Bitte mal kurz Ruhe walten lassen. Bitte mal kurz Ruhe walten lassen. Danke, Eckner. Macht gehabt? Ja. Da schießt du mal so ein Viech an, oder? So ein Ding, was ist denn jetzt? Ich will mal kurz die Stimmung hier da lassen. Und den Schalter betätigen, den mich ja nicht gedrückt hat. Darum bin ich ja mit Absicht gestorben, damit du glänzen kannst nach. Hätte schon keine Energie für mich, ne Chris? Was hat dieser komische Käfig jetzt auf sich? Kann man da rein? Wir können da rein, ne? Sollen wir da reingehen, ne? Ja, lass mal hinten gucken vielleicht. Trotz der wenigen Energie. Nochmal speichern vielleicht. Speichern da vorne. Ah, Buffmills Fluch kamen viele Teile. Es gibt mittlerweile auch echt viele. Gab es auch neuere, aber weiß nicht, ob die exklusiv für PC waren. Kann aber sein. Also die alten, glaube ich, gibt es sogar nicht für, gibt's, oder doch, dafür gibt's von, doch, für PS1 gibt es die, ja. Haben wir so gespielt, glaube ich. Alte Spiele sind nicht in Vergessenheit geraten, sehr gut, das ist eine gute Einstellung. Ich kann gerade das Türchen aufmachen, dann... Scheiße. Der Shadowman flucht immer so viel. Ich kann gerade das Türchen aufmachen, dann schießt er mich schon tot. Tja. Du musst die Waffe wechseln erstmal. Du musst eine Waffe nehmen. Aber überlebt. Der Kettensäge hält viel aus, Michael. Er muss zurück. Backward, backward. Kamera ein bisschen richten vielleicht mal. Lehre ich das Stick so, ja? Michi, nein, was machst du? Dachte, deine Energie droppt. Und du hast dich wieder drauf gelehnt. Unvorstellbar. Oh. Unvorstellbar. Jetzt weißt du, wie es geht, Chris. Hüpfe wie ein Gummibärchen hin und her. Ich mochte die Spiele auch die deutsche Synchro. Zurückspringen, genau. Schön. Unvorstellbar. Das ist dumme Scheiße wieder. Grunzen wieder. Ach Gott, ich krieg Kopfschmerzen von dem Scheiß. Shit. Wir lassen den Müll. Wo gehen wir dann? In den Fahrstuhl natürlich. Okay. Wir merken uns diese Stelle aber. Und kehren zurück, sobald wir wieder viel Energie haben. Wo wird das mal wohin verschlagen?
da oben schon wieder der Blödmann, den wir nicht so mögen. Es ist keine Energie mehr in der Nähe. Unfassbar. Speichert das mal kurz, oder? Keine Fässer, nichts. Wunderbar. Wunderbar. Geizig bitte. Oh, natürlich. Jetzt hab ich das. Hoppla. Hoppla. Nur einen Spreizer, glaube ich. Aber ja, wir haben einen Spreizer. Ich konnte schon mal überlegen, wer als nächstes sterben soll. Aber wir können auch meine Lieben, wir können auch noch woanders hingehen, nämlich. Und zwar in die Lava-Docks, oder wie die heißen. Ne? Final Fantasy 7 ist auch der nächste Pilsen. Jetzt tut er dir weh. Speichern. Ja. Und was ist zum Beispiel mit Metal Gear Solid? Ist nicht so erfolgreich, oder? Gran Turismo, oder? Ja, ja, so ein Bild haben wir schon ziemlich. Christoph spricht einfach ab. Oh, ist da noch was? Ja. Das ist unmittelbar bei uns. Es soll wohl immer mal wieder ab und zu regnen, hat es geheißen. Alles klar, da ist es. Du, deine komische Waffe, die bist du denn noch weg? Nein, nein. Oh, ist laut hier, oder? Sagt ihr nichts? Hat die auch so checkbaut, die Maschine? Bin ich aber jetzt hier richtig überhaupt? Ach, guck! Ja, ja. Es geht ins nächste Ding, nämlich, Michael. Du weißt du doch noch das Rätsel, oder? Natürlich. Wir müssen noch ein paar Dinger von... Alter. Wir müssen noch ein paar Dinger hat stoppen. Hat sich irgendeine merkwürdige Kombination, die schon eingegeben hat? Sächsisch das, Chris. Ne? Ja, okay. Lass uns das Büchle holen. Ja, mach gut. Mach ich das jetzt. Danach kämpfe ich gegen das Riesenhorn-Ochsenviech wieder. Okay. Merkt euch bitte ich die Zahlen. Ich denke an Final Fantasy. Jeder kennt Final Fantasy. Jeder kennt Tomb Raider und jeder kennt Resident Evil, ja?
6. 2, 4, 5. Okay, Ingenieurschlüssel. Das wird schon Tomb Raider Resident Evil sein, wenn Xena das so spezifisch fragt. Dann denke wieso ich, war das schon wieder Tomb irgendeiner sein. Google und irgendeine Umfrage wieder? Ja, keine Ahnung. 2. Ja, aber das ist ja, geht ja fast Hand in Hand, ne? Nur erfolgreiche Spiele sind ja allen bekannt oder den meisten bekannt. Oder kennt man einfach, ne? Das ist ja das. Das eine geht ja fast nicht ohne das andere. Ah, deswegen, Tomb Raider und Dings waren ja sehr erfolgreich, deswegen werden die auch bekannt sein. Final Fantasy 7, denke ich mal. Vielleicht aber nicht unbedingt bei uns in Deutschland, wenn es jetzt regional bezogen ist. Aber Amerika, glaube ich, auf jeden Fall nochmal mehr. Final Fantasy 7. Ja, ja, hab's. Wir haben es wieder geschafft. Hast stillgelegt, ja? Final Fantasy, also auf jeden Fall Final Fantasy. Vielleicht im gesamten 7, 8, 9 so. Die glorreichen Dreier, ihr kennt das. Schau ne? mich an, ich schau die Aber Leute an. Das Ding ist, auf jeden Fall hat Final Fantasy einen großen Einschlag auf der PlayStation 1 gehabt. Oder einen großen Bekanntheitsgrad. Es war ja schon zu Super Nintendo und Nintendo-Zeiten bekannt. Und erfolgreich auch. Und dann kannte man es auch. Wenn man vom Kennen spricht, aber PlayStation hat nochmal ordentlich gepusht, glaube ich. Oh, die ist ja alle gefressen, Michaela. Hat Hast die du halt gespeichert? Hunger, ja? Okay. Hoppla. Ja, da würde ich schon Tomb Raider und Resident Evil dazu zählen, zu diesen Bekanntheitsdingen. Ist aber halt auch PC klar gewesen, ganz klar auch PC. Viele PC-Leute werden dir sagen, mit klar kenne ich Tomb Raider 1 und Resident Evil 1 oder so. Deswegen weiß ich gar nicht, viele wird es auch ein PC-Spiel sein, statt ein PlayStation 1-Spiel. Ich habe keine Ahnung, ne? Eigentlich müsste PlayStation 1 schon eher ein Exklusiv-PlayStation sein, ne? Ja, dann sind wir mal eingeschränkt, dann wird es wirklich Gran Turismo oder Crash Bandicoot halt höchstens sein. Spyro. Spyro vielleicht eher noch. Er ist tot nicht. Ja. Ja. Die dunklen Seelen gehören mir. Wie meinst du das dazu tun zum Bekanntheitsgrad, meinst du jetzt? Weiß nicht, ich muss auch nochmal durchgucken, was es da nochmal so gab. Also, ja, wir haben es schon alle genannt eigentlich, die hauptsächlichen. Jetzt haben wir hier alles erledigt, oder? Ich meine, Mortal Kombat war nicht so groß, glaube ich. Habe ich das Gefühl zumindest. Da gab es zwar auch Mortal Kombat-Spiele, aber... Was gibt's denn noch? Exklusives. Ja, aber auf dem Saturn war halt keine Plattform. Ich glaube, keiner sagt dir Tomb Raider. Es ist ja zwar faktisch so, aber keiner wird es sagen, ja, ist ja klar, Tomb Raider kenne ich vom Saturn oder sowas. Das wird ganz selten vorkommen. Das glaube ich nämlich nicht. Auch wenn es da erschienen ist, ist es auf jeden Fall nicht die Lead-Plattform. Also die erfolgreichste Plattform für das Spiel. So, wir gehen mal hier entlang noch. Genau, Spyro war auch recht bekannt damals. Das hat einen Ursprung einfach auf der PlayStation gehabt. Auch. Spyro war lange auf der PlayStation. Aber Crash mindestens genauso, die haben gleich viele Spiele gehabt. Also glaube ich auch so 3, 4 Aber Stück. Crash ist nicht so cool wie Spyro. Und du bist nicht so cool wie ich? Oh. Speichert hast du, ne? Mhm. Ja, ich hab's ja auch. Ich hab ja zum Beispiel auch auf dem Saturn und sowas. Aber das haben, trotzdem geht's da, hast du ja gefragt, nach der Allgemeinheit. Nach dem, was man kennt. Du musst schlagen. Also, ja, ich bin halt verwirrt, ich bin in einer Diskussion drin. ich glaube trotzdem, dass es. Mach sie kalt. Chris. Wir sind ja auch Freaks. Wir sind ja auch Freaks, klar haben wir die Saturn-Version. Aber mir fehlt tatsächlich auch eine Resident Evil Saturn-Version, fehlt mir natürlich. Bastard. Toll, jetzt habe ich keine Chance mehr. Komm, du, komm, jawohl, sehr gut. Das ist jetzt so die Tür back, der Hallo-Dreh. So nice. Was habt ihr eigentlich so den Dialog gesagt zwischen Echsenkönig und Shadowman? Voll geil, mega filmisch damals gewesen, ganz neu, hat man auch selten. Das war noch vor Metal Gear Solid, glaube ich. Deshalb ist es, also in einem Jahr vielleicht, oder vielleicht zur gleichen Zeit sogar noch. Es war einfach filmisch. Und es war einfach geil, dass das damals schon so ist. Und mit deutscher Synchro. Das war einfach toll. Und dann noch Hannibal Lecter und so, war halt einfach alles gepasst. Da
Hat jemand gewusst, was er macht? Und zwar krass, weil der Shadowman hat nämlich auf ihn zuerst geschossen. Also war der Shadowman eigentlich zuerst das Arschloch. Scheiße. Okay, komm rum! Niemand ist so toll wie Chris. Ist da noch einer irgendwo? Ich fand's lustig, dass er ihn mit meinem Baby genannt hat. Die dunklen Seelen gehören mir. Doom in dem bekannten Sinne. Echt Doom? Oh, weiß ich nicht. Doom ist absolut. Doom ist für mich eher ein PC. Da denke ich eher ein PC ans allererste Doom. Das habe ich halt damals auch als erstes mal bei einem Kumpel gesehen auf PC, aber Doom würde ich nie als PS1-Spieler sagen. Geht, guck's mal, Leute. Dann eher vielleicht noch Duke Nukem 3D. Da aber Duke Nukem 3D ist auch PC eigentlich. Da gibt's Bohrer, wo man in das Tier reinbohrt hat und wahrscheinlich irgendwas rausgefummelt hat und es eingesetzt hat. Gibt's. Die dunklen Seelen gehören. Gehören mir! Genau, aber wenn es wirklich um die Schwanzlänge geht, dann würde ich halt schon Tomb Raider und Resident Evil noch vor Metal Gear Solid, glaube ich, legen. Weil das ist wirklich, also das waren wirklich die ersten krassen 3D-Spiele einfach. Das war, oder Tomb Raider zumindest, das war schon, kennen wir, glaube ich, nochmal mehr als Metal Gear Solid, Leute. Aber klar, Metal Gear Solid war auch natürlich maßgeblich. Aber die Lara hat sich bekannt. Auch ziemlich Fame gemacht, auch mit irgendwo anderen Sachen. Oh. Ja, machen wir mal. Darf ich nochmal? Ich war von deinem Gerede abgelenkt. Also spannend. Ja, das ist vielleicht regional bezogen, bei mir nicht. Bei mir, klar hat sie da gespielt, aber bei mir haben es halt auf dem PC gespielt. Das ist halt, das jetzt darf nicht nochmal. Oh. Ist das Laden? Ja. Hast du so gespeichert? Ja. Aber das ist natürlich auch ungünstig. Spannend einfach gespeichert. Muss man milde auszudrücken. Ah! Schau, du kannst das alles, Chris. Ja, deswegen weiß ich gar nicht, warum ich den Controller eigentlich immer abgebe. Weil du immer noch die Hoffnung hast, dass ich irgendwann gut werde. Du hast den Scheiß gemacht. Was gibt's da im Regal? Ach, da sind die Bohrer, ja. Voll eklig, oder? Schäfer, über das da gefestet sein, dann kommt so ein Bohrer und bohrt euch, weiß ich, der Kopf oder wir der Brustkopf auf. Ne? Dann gehen wir jetzt zum Fahrstuhl zurück, oder? Und wir müssen so den. Wir müssen. Jetzt können wir es hier fertig machen, Leute. Wisst ihr, wen ich meine? Geh ich da rein jetzt zum Fahrstuhl? Ja. Du kannst jetzt glänzen für uns, Chris. Shang Tsung, ja? Also. Wie? Das Mortal Kombat? Ja. Aus den Filmen? Ja. Das allererste Mortal Kombat-Filme. Ja. Gerade nur die Kurve gekriegt, absolut. Puh, ich schweiße putzen gleich. Was mache ich jetzt hier? Glänze, Chris, glänze, sagt Wolper. Wir gehen einfach nur durch die Tür durch, halt jetzt da oben. Aber kann er auch nicht sein. Danke, Edmund, lieb von dir. So. Oh. Vielleicht hat das Edmund wieder sehr lieb zu mir. Bei irgendeinem Spiel war er frech zu mir. Zu Recht? Halt war auch. Oh, okay. Oh, die nervt. Aber die muss jetzt stärker sein eigentlich, ja. Guck mal, jetzt kann ich sie ein bisschen stärken. Wollen wir Duke Nukem und Silent Hill zu PlayStation 1 Spiele tun? Silent Hill auf jeden Fall auch noch groß, stimmt. Also das ich ist kann auch noch das nicht 1. sagen, weil ich bin kein Hallo. PlayStation-Kind. Silent Hill auf jeden Fall auch noch PlayStation 1, stimmt, ganz vergessen. Was nicht gut ist. Da gab es auch nur einen Silent Hill-Teil, aber das ist wie mit Metal Gear Solid. Es war auch von Konami übrigens. Dann ist natürlich klar. Hallo, Commander Bang, grüß dich. Hallo. Was war ich frech, bitte? Hä? Nix, Edmund, du... Ja, Michael, erklär dich. Irgendwann weiß ich, bei Shadowman hat irgendwann gemeint, ich soll die Waffe aufladen, so wie Chris und irgendwas noch sowas. War nicht böse In gemeint In anderen halt. Spielen, glaube ich, ja. Das sind Fahrstuhl. Bleib einfach so wie du... Gestern warst du lieb zu mir, heute warst du lieb zu mir, so immer bleiben. So. Nein, Schatz. Was ein lautes Bohrgeräusch, ekelhaft. Nee, das sind Kinder. Oh, der Stream ist leider gerade unten. Oh. Was ist denn jetzt los? Wir ruckeln wahrscheinlich gerade. Nicht, dass wir zu heiß werden hier. Oh, aber schon warm, ja. Brauchen wir doch die neue Wasserkühlung. Ja, dann brauchen wir auch ein neues Gehäuse noch. Weiß ich nicht, wo man sieht, aber jetzt schon mal wieder gefangen zu haben. Okay.
Rot, 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 sag ich nur. Wir können deine... Aber jetzt geht's. Wir können deinen Computer in meine tolle Kühlbox reintun, Chris. Psst, psst, psst. Können wir Makita kaufen, da einstellen. Das wäre was. Ja, Michaela. Leider ist aber nicht groß genug, denke ich. So, was haben wir jetzt gewonnen? Nix. Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben eigentlich jetzt alle. Da ging es nicht weit. Nee. Die Wette mit dir, Chris, wir müssen nur weitere böse Männer töten und dann kommen wir da wahrscheinlich die großen Tore weiter auf. Ja, irgendwo muss man in diesem Level noch ein Tor aufmachen. Ja. Ich habe sogar zwei gesehen. Ne? Komm, wir reden jetzt mit Shanti. Bitte. Ja. Ja, es geht wieder, genau. Wir waren aber nicht komplett weg, oder? Nee, alles gut. Mit Shanti reden. Achtung, Leute, alle leise sein, zuhören. Das ist jetzt wirklich noch dreckig. Und wie ist es mit Command & Conquer? Command & Conquer? Ja, habe ich auch auf der PlayStation gespielt, aber hat nicht so... Das ist auch wieder eher so... Das könnte für mich PC. Aber das liegt natürlich an der Maussteuerung damals. Hallo, Shanti. Mikey, was ist los? Du siehst noch gestresster aus als sonst, was? Es ist wegen Nettie. Sie ist in ein tiefes Koma gefallen. Ach, das überrascht mich nicht. Sie hat schon immer gern einen gehoben. Weiß einfach nicht, wann sie aufhören muss. Ich sag dir, sie ist... Jaunty, hör mir doch zu. Die Prophezeiung bewahrheitet sich. Nettie hat L'Eclipseur gebraucht, um mir meine Schattenkräfte zu verleihen, wenn ich den Fünf gegenüberstehe. Jetzt hat sich der Schatten gesenkt. Und die Prophezeiung steht kurz vor der Erfüllung. Es sieht so aus, als bringt uns alles, was ich tue, nur näher zur Apokalypse. Zum Ende aller Dinge. Jetzt reiß dich verdammt nochmal zusammen, Michael. Was? Kann ja sein, dass Nettie ein bisschen verdreht ist, aber sie weiß genau, was sie tut. Sie wusste, dass das passieren würde. Es sollte ja auch passieren. Ist dir das denn nicht klar? Das ist ja die Sache bei Prophezeiungen. Sie neigen dazu, sich zu erfüllen. Schon gut, aber mir kommt es gerade so vor, als wäre irgendwie ich schuld an allem, was geschieht. Vielleicht sollte ich aussteigen, bevor es zu spät ist. Ich hätte nie gedacht, dass du so leicht aufgibst, Michael. Und selbst wenn die Sache jetzt so oder so in die Hose geht, ist es doch immer noch besser, im Kampf unterzugehen, was? Hol dir so viele von den dunklen Seelen, wie du kannst. Bau deine Schattenkräfte auf, bis du förmlich platzt. Und dann geh und mach den fertig, der hinter dieser Sache steckt. Sonst kann ich dir wirklich nichts mehr raten. Und wieder stehe ich in deiner Schuld, Jaunty. Dein Rat ist vernünftig. Ich werde tun, was du sagst. Und schließlich, wenn alles in die Binsen geht, kannst du immer noch kommen und mich in den Arsch treten. Die ganze Strecke, von hier bis in den Hades, was? Und wenn nicht, und wir gewinnen, gebe ich dir doch noch einen aus. Auch wenn du eine lästige, schwachsinnige, totenschädelköpfige Schlange bist. Aha, mit Schmeicheleien erreichst du bei mir doch alles, Shadowman. Jetzt aber los! Er hat ihn zum ersten Mal Shadowman genannt. Geil, wer kann ich in den Arsch reden bis nach Hades? Nee. Der Jaunty ist ja ganz netter. Der Jaunty ist so einer, der baut einen Mut auf, will helfen. Und die Nettie ist so eine alte, fiese, negative Tussi immer gewesen. Ne? Danke, Jaunty. War nett, mit dir zu plaudern. Das sagt wieder keiner was. Okay, was machen wir jetzt? Bitte schweig mal kurz. Ich will ja mal kurz einen Mikrofoncheck machen. Okay. Sonst gibt es wirklich nichts mehr zu sagen, okay. Shadowman. Dunkle Seelen, jede Menge Schattenkräfte und immer feste Druck. Das ist da. Jetzt war es bei dem Jaunty. Auf geht's. Geht's weiter? Machen wir jetzt. Zoom mal jetzt. Check. Nein, wir haben jetzt da, wo wir aufgehört haben, müssen wir weitermachen. Was ist los? Da war nichts, da ging es ja nicht mehr weiter. Doch, Michaela, bestimmt. Dann willst du gucken? Ja, wieso? Irgendwie muss doch da weitergehen. Wir können jetzt woanders dann gehen. Ne? Wir können jetzt wahrscheinlich nur in die Lava-Docks gehen. Wollen wir das machen? Ne? Können wir jetzt mal mehr Energie kriegen? Wie sieht es aus mit diesen ganzen... Ah ja. Altaren und sowas. Wenn man jetzt den Echsenkönig tötet. Und der Echsenkönig hatte die Symbol einer Echse. Aber das Ding ist, warum... Ja, bin ich gespannt, wann wir das machen können. Ob wir das jetzt machen können. Oder brauchen wir da nochmal so ein Item zu? Die Karte wurde dann gar nicht rausgeholt. Die Trommeln hier kann man machen, haben wir auch nicht gemacht. Ja, haben wir schon gemacht. Haben wir die gemacht? Ja. Nee, ist zu. Aber ich hab's gemacht.
nicht durchs Feuer laufen. Oh. Weil tut weh. Knapp. Spuckt schon wieder einer nach mir. Wir brauchen noch zwei Spreizer. Ja. Und den einen Spreizer gibt es bestimmt in den Lava-Docks. Ah. Okay, was ist das? Schau, ich war hier drin. Aber such mal den Altar jetzt. Ich mag die Musik hier, die ist so sphärisch. So, wie sagt man? Ich lass mal kurz. Hallo! Willkommen! Was hat hier mal so zu Party? Ein kleines Ritual hier stattgefunden, oder was? Kann ich meine Energie wieder aufsammeln? Wie nennt man Leute, die so der Natur bezogen sind? Naturbezogen? Ja. Hippies? Nein, die sind sexbezogen. Ach so. Nee, Quatsch. Scheiße. Nee, wie nennt man so? Man, mediterran? Nee. Irgendwie Terra, irgendwie sowas. Oder doch mediterran? Nee. Nee, mediterran ist doch. Yeah. Wie nennt man nochmal so Leute? Naturbezogen. Kreuzworträtsel, naturbezogen. Füllt die Kästchen aus. Da oben krabbelt eine Spinne. Ja, ekelhaft. Scheißviech. Michi, du findest den Weg zu dem Ding, oder? Sonst haben wir es nicht nur wieder jeden Scheiß ein. Hol die Fackel raus. Mist. Na, Touristen, Chris, nein, nicht nach Touristen. Wir wollen die Altare finden. Nicht nach Touristen, nein. Du meinst so Leute, die auch so Bäume und so lieben? Ja, und die halt nur natürliches Zeug, auch nicht vegan oder sowas, aber die natürliche. Mann. Muss ich doch googeln. Schwarmintelligenz hilft nichts. Nee, das auf mich, da war ja gar nicht Ding drauf. Hm. Ich weiß ja nicht mehr, wo alle waren. Ach, jetzt das war ganz am Anfang nicht ehrlich. Weiß hier nicht, eins war eins, aber da war das ja, was ist da Symbol genau drauf. Das ist der Echsenkönig. Wie kann man da nichts machen? Warum geht denn da immer noch nichts? Guck mal auf die Karte, uns fehlt wahrscheinlich noch irgendein Item. Ökos? Nein, ein anderes Wort. Fachwort. Mediterran, so ähnlich wie Mediterran, oder? Ist es Mediterran? Keycard. Wie viele Dinge haben wir denn? Seelen. Haben wir alle sieben Tore. Wir können jetzt hier reingehen in die Lava-Docks. Komm, wir ja, machen mach jetzt mal was doch, Cooles, oder? Wo ist das Problem? Ökos, nee. Mann, da gibt's ein. Die Grünen, ja, aber da gibt's ein anderes Wort für ein gutes. Wir können wieder Seele finden, Chris auch. Aber gehen wir schon mal in die Lava-Docks. Denn wir wollen ein neues Abenteuer erleben. Nein, guck es doch einfach. So Kräuter bin ich schon, hab ich gerade gemacht. Mit zugezogenen Menschen kommt aber nichts mehr raus. Ich bin einfach dumm. Sag das sowas nicht. Schadaume! Ja, alles gut. Oh, diese Spinne macht mich verrückt. Ich muss leider aktiv werden. Oh, wie die krabbelt, das ist so widerlich. Das ist echt, diese acht Beine werden vollends genutzt. Oh nein! Was machst du denn? Hilfe! Unvorstellbar, Chris. So. Das ganze Insektenviechzeug kommt jetzt wieder, ey. Esoterik! Richtig, wer war's? Wolpa. Esoterika, genau. Das, aber jetzt, wo ich das Wort sehe. Genau, richtig, Unterstützer. Nein, Esoterika ist es, Wolpa, exakt. Aber das ist nicht das Gleiche, was ich meine, oder? Was ist eine Esoterika eigentlich? Satanisten? Nein. Esoterisch, genau. Weil die Musik war so mystisch, so esoterisch, wollte ich sagen, eigentlich, ne? Hier in den Gebieten, da ist die so immer so, die Musik so. Aber vielleicht auch eher melancholisch, ich kann es nicht ganz genau benennen. Esoterisch, genau. So ein bisschen, aber hat, glaube ich, nichts damit. Michi, fass das mal.
Also es war hier. Jetzt muss ich auch da wieder rüber. Bin der Einzige, der eine PS1 hat? Nee. Also bei dir in der Gegend. Spirituell, ja. Spirituell, ja. Spirituell konnte er. Was ist ein Esoteriker? Ich guck nochmal kurz. Nicht, dass wir komplett falsch sind hier. Schon nicht deine Vokabeln gelernt, Chris. Nicht falsch werden, Michi. Entschuldigung. Anhänger, Vertreter einer mystischen, religiösen, philosophischen, ästhetischen Geheimlehre. Ja, okay, dann ist nicht so genau. Aber ich meine, weißt du, was ich meine? Die Musik war schön mystisch, sage ich dann halt einfach mal so. Oder ist das schon mystisch hier? Was machst du hier? Geht's hier weiter, ja? Klopf, klopf. 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 Ne, Chris hat in den Chat gefragt, wer eine hatte. Ich war der Einzige, der geantwortet hat. Ach so, okay. Ja gut, Edmund hat ja offensichtlich eine gehabt, glaube ich. Und ich habe eine gehabt. Hat Xena eine gehabt? Ja. Nee. Hatte auch eine, will ich ihn schauen. Ja, manchmal gehen Fragen unter Freunde. Nicht böse sein oder sowas. Dann nur einfach nur mal fragen. Genau, es ist immer hart. Manchmal geht der Chat schnell, manchmal ist er langsam, manchmal ist er halt abgelenkt durch Sachen, die hier passieren bei uns. Also das kann man, das ist immer wieder, darf man nicht böse nehmen. Was los? Hier lang? Ja, vielleicht. Ich weiß nicht, ich muss es gerade finden. Tor 7, oder was? Ja, wir müssen hier lang. Ja, aber hier ist, glaub ich, nix. Hier ist nichts, genau. Das ist ein Tempel gewesen jetzt. Irgendwas ist aber auch faul wieder hier mit der Kamera. Da ist doch das Tor 7. Da bin ich gerade reingegangen. Da habe ich bloß das Smart-Teil gefunden. Das ist das hier, 7. Nur geht's hier lang? Wahrscheinlich das ist der Schattenweg. Ach ne, der brauchen wir auch nicht. Wir müssen eigentlich hier bleiben, irgendwie, aber. Da oben halt wahrscheinlich entlang. Gesundheit. Dankeschön. Doch, da muss es eigentlich fast. Aber da geht's jetzt um. Ich check's auch nicht. Wir können einfach bloß blöd gucken, weil gern mit uns Mitleid. Dann? Schreibt uns jemand der richtige Weg. Es muss hier lang. Es muss hier sein. Alter, jetzt geht doch da rein. Aber ich meine, wir hatten 7 Tore. Da ging's doch hier weiter, oder? Da kommt Rosi hier oben raus. Das ist ja dumm. Da steht um ihn. Ach, weil ich hier nicht mehr hochkomme, oder? Mhm. Oh. Verstehe nicht, wie das sein kann. Damit das Spiel wieder mal zeigen, guck, du kommst nicht zurück, setz ein neues Item ein, lerne, wie es geht und setze deinen Weg fort. Trotzdem, wie die Kartenzeichnung hier nicht stimmt. Weil wir müssen doch den Shadow Man Weg nehmen, ne? Den, ja, da bist du hergekommen, dachte ich. Ich bin hier gekommen. Und dann bin ich hier, jetzt suchen wir es mal hier, okay? Also Augen aufhalten, Leute, wir suchen Tor 7. Dankeschön. War eher ein Nutznießer meines Bruders, aber Claro hat mir eine PS1. Der Zauberchip. Ah ja! Ja gut, klar. Da oben ist so ein Tor, Michael. Da sind noch Tore hier. Da sind oben die ganzen Tore. Sind doch hier richtig. Ja klar, die Chips und die ganzen, das hat die. So dumm es klingt, aber es hat die PlayStation auch zum Teil bestimmt erfolgreich gemacht. So. Hier kommen wir nirgends rein, ne? 8, 9. Dann drehe ich mal um, Shadowman. Da lang. Ist hier die 7 drin, meinst du? Ich hoffe es. Oh, das sieht gut aus, Leute. Jetzt kommen die Lava-Docks. Oh. Und der Shadowman rennt schon vor. Geil, wie das Fleisch zerballert ist noch. Das sah cool aus. Cooler Abgang. Bah. Mir ist, als hätten meine Kräfte beinahe ihren Höhepunkt erreicht. Die Seelen in mir brennen in einem fürchterlichen Feuer, das mich zu verschlingen droht. Von hier an gilt es allerhöchste Vorsicht, oder ich erliege noch der dunklen Verlockung des Asyls. Also, wir sind schon. Also, Shadowman, das Asyl ist ja so hässlich, wie kannst du dich da verlocken? Was gibt's denn da Schönes? Da gibt's nur Lava, Blut. Also, das ist ein neues Gebiet hier, ne? Ja, das sind die Lava-Docks.
das letzte Bereich von der Asyl. Ich hab's. Klatsch, alles voll gesaut. Okay, geht nicht weiter. Hey, da doch. Achso, da hoch. Ich störe nicht gleich die Fingerchen, Chris. Der Gamer hat erfasst hier, das stimmt. Ja, das kannst du auf jeden Fall an den Verkaufszahlen festmachen. Es gibt doch offizielle Verkaufszahlen zu einer alten Konsole, oder? Daran kannst du sehen, ob es jetzt die meisten hatten oder nicht. Wir können auch schon auf Lava laufen. Hard Facts. Aber wir können auf Lava laufen, stimmt. Aber wir können nicht in Lava schwimmen. Wir sind cool, wir laufen nach Feuer. Weil das Feuer in uns brennt. Hört sich das sehr asylisch an hier. Wir sind auch im Asyl. Da ist ein Typ mit einer Harpune, Achtung. Oh, welcome back, Streamer. Erstmal stand, da war off. Waren wir schon wieder weg? Nee, glaube ich nicht. Ich habe nichts gesehen. Welcome back an alle, die uns verloren aber gegangen sind. Kann es nicht sein. Eigentlich auch nicht. Ich habe auch nichts grün Rotes gesehen, ne? Aber deswegen, ich nehme das ja extra auf alles. Auch wenn wir zu spät gestartet sind, leider. ich nehme das ja alles auf. Das wird im Endvideo. Wenn ihr auf Videos guckt, nicht auf Live auf YouTube, dann wird es nicht zu sehen sein, genau. Diese Abbrüche. Da genießt ihr die beste Qualität, die Chris euch bieten kann. Besser als die Stream-Qualität auch. Also auf Twitch sogar. Waren wir hier schon? Ist das nee, das ist ein neues Gebiet. Schießt wieder einer. Ja, und ich brenne direkt rein. Das macht doch nichts, Chris. Tut der Energie nicht gut. Also bei uns ist alles grün soweit. Also wir haben vielleicht noch nicht aufgepasst. Katox. Ach, der kann null Fallschaden. Das gab's damals noch nicht. Fallschaden. Aber bei, ich trotzdem bei Donkey Ritzel, Kong. Es ist trotzdem ein Ritzel, wie wir in die Energiealtare da kommen. Das ist nicht gut. Dass wir immer diese wenige Energie rumrennen die ganze Zeit, glaube ich. Vielleicht haben wir jetzt das. Was ist denn das Symbol vom Ex? Die Echse schaut die Echse, Chris. Das ist schon der Dingsbums. Downs. Ja. Die Echse hat die Äxte, ja. Und das Kreuz hat nämlich. Entschuldigen, das ist ein Bischatze, das macht aber nichts. Wenn du dazu stehst, dann ist alles okay. Kälter, kühl. Bleibt cool einfach, ja? Immer schön cool bleiben. Chillt mal, oder? Chillen ist ein Wort, das gab es bei uns damals in den 90ern nicht. Ich hab mal dann zu euch gesagt. Cool! Cool. Bleib cool. Kannst du den Chat wieder groß machen, ne? Nö, bleib cool. Bleib doch mal cool jetzt. So. Das war das, aber drüben ist noch was. Boah, ist aber echt ekelhaft, Mann. Ey. Oh. Diese Hitze. Ich mach den Chris ganz zu schaffen. Ei, ei. Schießt der wieder aus einer Entfernung hier? Du Scharfschütze. Toll, hinter mir auch noch einer. Katak. Noch einer. Cookie. Der Chris und ich. Warte kurz. Haben wir gespeichert? Nee. Hoppla. Hoppla. Das ist wohl wahr. Ja, ist ja gut. Chris und ich gehen diesen Samstag auf dem Johannisfeuer. Oh, tun wir das wirklich? Ist das schon fest? Ja, oder? Bin mir da nicht sicher. Nicht.
Ich war noch nie auf 1. Aber es ist sinnvoll, im Sommer, wenn es warm ist, ein Feuer zu machen. It's cool, man. Ich bin cooler als cool. Chill mein Leben. Und chill mein Leben. Sie glauben wohl auch, dass wir hier oben etwas altmodisch sind. Was ist das Johannesfeuer? Nein. Johannis. Johannisfeuer. Mit nee, I. Hat dem E und S. N. Hat dem das E. Das ist so, weiß nicht, ist es so, ist es nicht gleich wie das Hexenfeuer bei dir? Nee, das hat ja was mit dem Fasching zu tun, ne? Der Alex war schon mal in einem. Aber Vorsicht! Johannesfeuer, keine Ahnung, was ist Alex? Ich war noch nie auf einem. Ich stelle mir vor, dass da irgendwas Großes verbrannt wird, auf jeden Fall. Da gibt's da Würstel, Pommes. Das ist dein Traumding, ne? Ja, nee, das ist der Standard. Für Veranstaltungen, würde ich sagen. Weiß ich nicht. Bei der Michelle gibt's Hexenfeuer, ja? Da werden noch Hexen verbrannt. Ob das noch zeitgemäß ist oder nicht, kann man drüber streiten. Ich hab's. Dieses Jahr war es sogar besonders schön, wie der. Ich habe gerade eine E-Mail gekriegt, dass das Stream-Dings, wir waren echt kurz weg anscheinend. Echt? Oh nein. Aber es sind ziemlich viele Leute da, wo wir verloren gegangen sind. Oh, jetzt geht's los. Warum gibt es das Johannisfeuer? In der Nacht von vor dem Johannistag werden vielerorts sogenannte Johannisfeuer entzündet. Dieser Brauch ist schon seit dem 12. Jahrhundert belegt und wird auch im Allgäu vielerorts praktiziert. Es ist doch das Gleiche. Dann ist es doch das Gleiche. Das Feuer soll im Volksglauben nach unter anderem Dämonen vertreiben und vor Hagelschäden schützen. Ey, Hagel hatten wir letztens. Hatte ich letztens, habe ich euch erzählt. Was das für ein Terror war. In der Dachgeschosswohnung mit den Hagelkörnern. Ja, haben wir ja vor, eventuell. Ich habe es noch nicht so fest zugesagt. Ach so. Klang jetzt so. Einen heiligen Samstag der Opfern. Oh nein. Komm, wenn es dich verhagelschützt, Herr Chris. Ein Guthalter braucht. Danke, Alex, für die Info. Na genau, danke. Nee, ich stimme kein Lied ein. Ich singe nicht. Michael ist das Spiel nicht. Wir lesen die ganze Zeit. Ich lese schon alles vor. Feuer bitte mal. Du hast volles Ding. Nutzt es nicht. Wir wollen auch was sehen hier. Da ist schon. Wir müssen Johannes Dämon austreiben, auf jeden Fall, ja. Das wäre mal Zeit, ja. Ist nicht nur einer drin, glaube ich. Hilfe! In Johannes passen mehrere Dämonen rein. So groß wie er ist. Ich habe ja fies von dir, Chris. Nein. Da sind bestimmt 2, 3 drin sogar. Grobe Schätzung. Oder vielleicht 2 großen und kleiner, so. Oh Mann. Der ist bestimmt einer der Liedchen, ja? Ja, nice. Oh nein, Shadowman, ciao, ciao. Gibt Shadowman Braten für euch? Speichert. Oh! Da war ein Checkpoint zufällig. Glaubt ihr, dass Leute wirklich von Dämon besessen sind? Ja, Xena, da war gerade ein Teddy zu sehen. Das ist der Teddy von Luke. Luke ist unseres Heldens Bruder. Kleiner Bruder. Kleiner toter Bruder. Den haben wir schon getroffen, ne? Und den trägt er mit sich rum. Und ist das Symbol für Checkpoint hier, dass man jetzt hier hinreisen kann. Schnell und dass er in die Schattenwelt auch ein bisschen kann. Jetzt schalte ich hier mal an. Bestimmt der Rührkessel an. Jawohl. Und er hat Suppe gemacht. Trrr, das hat alles homogen vermischt. Nee, nicht Luke Skywalker. Luke Leroy. Wenn dann. Es gibt leider auch einen Eintrag in die Akte, nicht aufgepasst. So, wer ist heute fies zu allen, Michaela? Vielleicht habe ich auch einen Dämon.
Mach nur Spaß, das wisst ihr doch. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht die Menschenwaffen hier nehmen können. Kriegt der Letzte dich? Nee. Das wäre jetzt nochmal lustig. Schnell, hol die Seelen alle, Michi. Jawohl. Nicht lesen, Michi, ich lese vor. Okay. Bei mir in der Nähe in Schwiegen-Rechtenbach ist auch ein Johannesfeuer. Ah, nice. Bei dem war ich als Kind. Teddys zeigen Checkpoints und teleportieren kann an diese Stelle zurück werden, ja. Wenn man die sieht. Gehst du hin, Alex? Ich hab Lesebrühe, ist zu warm. Okay, nee. Hier gehst du überall nicht rein. Oh, Freunde, ey. Kein Schalter, alles angucken. Was sind komische Mischteufel da? Morgen gibt's den nächsten Stream, übrigens. Mit der Michaela. Von und mit mir. Wieder mit der Hitze auch. Oder gibt's hitzefrei, wenn es zu warm ist? Nee. Nö. Mir ist gar nicht so warm. Also morgen gibt's den Links. Dritter Dungeon schon, meine Lieben. Ne? Nicht Awakening, sondern. Wie heißt das Spiel? Ist ja Minish Cap. Minish Cap. Auch nicht aufpassen, gibt auch wieder einen Eintrag in die Akte. Ja, du hast so viel mit Zelda, hast jetzt Oracle of Seasons da gekauft. So, oh nein! Das hast du durcheinander gebracht hier. Du musst näher hin, Michaela. Jetzt geht's aber ab hier. Jawohl, jetzt geht's ab. Spring! Hip! Deine Ausweichqualitäten sind lassen wir dazu wünschen übrig. Nimm die Sänische. Vorne war aber auch noch einer. Aber läuft. Chris, wie geht's dann mit dem Schlafen? Wann kommt Chris besser Teil 3, Chris? Ja, frühestens Donnerstag. Donnerstag oder Freitag. Müssen wir mal schauen. Oh nein, kann mir da nicht dabei sein. Bin nächstes Mal dann. Ja, aber übermorgen, was machst du? Übermorgen auch nichts, ne? Am Mittwoch wollte ich mit meinen Lieben spielen. Achso, am Mittwoch wird gespielt. Mit den Lieben. Das war schon so fies. Was heißt, was ist das fies? Was sind denn deine Lieben? Ja, halt alle, die mitspielen halt einfach. Jeder darf doch mitspielen. Was ist hier für ein Gehabe? So, wie nennt man es? Elitäres Gehabe. Okay. Da wird halt privat ohne Stream quasi gestreamt, meinte Michaela. Multiplayer gespielt. Was wird gespielt? Vollgeist würde ich sich gewünschen. Oh, ich muss mein Kirby-Spiel noch kaufen, ne? Wie geht's mit dem Schlafen? Das Schlafen ist relativ. Ich lasse mich nachts von einem Ventilator bedingsen, so ein bisschen. Ein kleiner Ventilator habe ich. Oh, hallo. Aber auch nicht die ganze Nacht, aber so zum Einschlafen auf jeden Fall dann schon mal. So. Wobei, ich hab ewig lang Vollgeist nicht gespielt, aber ich übe jetzt auch nicht mehr. Sehr freut mich, wenn es unterhaltsam ist, der Trespasser, ja? Gestern war es echt cool, Chris. Also die Dinos alle kaputt gemacht hast und den einen guten hast du nicht getroffen, ne? Ja. Kronen werden ergattert, alles klar. Also morgen kann es nicht dabei sein, meinst du? Okay, ja. Beim Multiplayer ist Wolper dabei dann. Aber Novak, oh. Der kann nicht dabei sein. Aber wir haben auch angeboten, dass die Leute ja auch ohne mich spielen können. Dann bin ich nicht dabei, das macht auch nichts. Oh, cool. Ihr hättet euch für die Wii U noch ein paar Spiele kaufen sollen, als der Shop noch da war. Game Boy Advance. Weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber da waren viele Kirby-Spiele, die in physisch sauteuer sind. Sauteuer. Stimmt, aber hast du sie nicht gekauft für uns? Nee. Oh. Schade. Dann spielen wir demnächst auch mal Kirby zusammen, ne? Michaela wollte ein Subboard haben, deswegen. Das wolltest du zuerst haben, Chris. Ich kann jetzt beim Sub vom Sitzen nicht mehr auf die Knie und dann hoch. Ich kann auf die Füße und dann mit dem Po gleich hoch. Voll krass. Ich bin nicht runtergefallen. Ne? Johannes ist gestern mal runtergefallen, hat mir voll leid getan. Ne? Ja, es liegt aber daran, dass Johannes gerne fällt. Und ich habe ihm gesagt, er soll richtig draufstehen. Er scheint auch zu weit vorne hin. Ne?
Na, dann wackelt wie ein Pinguin auf der Schale. Oh, wir können hier bergsteigen. Ich gehe schon kurz hier runter. Aber hier waren wir doch auch schon. Manche sieht gleich ähnlich aus. Oder Kettensägen, Mann. Ich habe Minish-Cap und die Fire Emblem-Teile auf der Wii U. Und die Metroids. Okay. Sehr gut. Welche Metroids gab's für die Dinge? Mit Fire Emblem wird's auch nichts mehr, ey. Bei dir? Ja, das würde ich nie, da werde ich mich nie, da werde ich schauen andere Sachen, die mich mehr interessieren, aber es ist trotzdem krass, wie groß die Marke ist. Aber juckt mich null. Die ist auch noch auf Nintendo erschienen, oder? Naja, ist eine Nintendo-Marke. Gibt nichts Neues, Michael. Immer noch nichts Neues. Nichts Neues. Ja, ist schon gut. Immer noch nichts Neues. Ja, okay. Ich muss dir jede Sekunde Update geben. Gibt nichts Neues. Immer noch nicht. Chris mobbt mich immer, aber macht nichts. Nee. Mit den Jahren kriegt man dickes Fell. Hm. Das ist Hornhaut. Kein Fell. Das heißt immer, man kriegt dickes Fell. Okay. Ich krieg immer nur Hornhaut. Es gibt auch Hornhaut entfernt. Ist doch voll okay, ist auch gut, wenn man mal was nicht, wenn einmal was nicht juckt. Ja? Aber dafür gibt es so viel anderen Scheiß noch. Ist eine gute Einstellung. Es sind mehr japanische Rollenspiele, die bei uns nicht erschienen sind, als jedes Fire Emblem, was man mir anbieten kann. Das ist eine gute Einstellung, Wolper, aber du weißt ja, wenn es zum Chris Lieblingssachen würde, dann würde er einen wieder fertig machen. Ne? Ich mach niemanden fertig, ey. Was ist los mit dir? Oh! Oh. Ist der Michael wieder nicht gesprungen. Wir dürfen aber den Shadow Man nichts Böses Michi, sagen. Liebe für Michi. Danke, meine Lieben. Nichts Neues. Gibt nichts Neues. Du hast die Smileys nicht vorgelesen, die sind wichtig. Ja, nichts Neues. Weil bei Herzchen gibt es immer Herzchen. Hallo, bisschen dumm. Hau doch mal die Fackel raus. Darüber. Nein, darüber. So. Nichts Neues. Doch! Ich bin ja anscheinend auch frech zu dir, also. Also ich weiß auch nicht. Das ist immer geil. Genau, das ist das, was ich meine. Aber geil, ich find's gut. Was? Du kennst die Jones nicht? Ja und? Ist es jetzt fertig machen oder was? Ja, total. Nein. Ist ja auch so, wie kann man Indiana Jones nicht kennen? Das regt mich immer noch auf. Ihr reißt hier alte Wunden auf. So, hat der Chris mich fertig gemacht, dann hat der Viper fertig gemacht. Alte Wunden. Feuer, Michi, Licht. Äußert euch lieber nicht, wenn ihr das nicht gesehen habt. Oh, Johannes und ich, wir sind sehr gespannt auf Teil 5. Wir haben ja Karten dann, jetzt bald ein paar Tage. Und die arme Michi muss in der Woche. Dass ich das Gejammer anhöre. Wir jetzt mal reden, ja? Okay. Wir sind sehr gespannt drauf, was aus dem letzten Indiana Jones Teil wird, aber... wir haben keine guten, wir sind skeptisch, sag ich mal so. Und der Johannes hat den Chris gestern so halb schon gespoilert. Ja, aber jetzt hör mal auf, bitte, jetzt nicht drüber reden, ja. Johannes liest sich auch jeden Scheiß durch, den er im Internet findet, und er kennt das halbe Drehbuch schon, das finde ich echt kacke. Und dann erzählt er einem davon. So völlig unbeholfen. Da ist nichts. Wie kann man sich das alles durchlesen durch einen Film, den man groß oder lang erwartet, ey? Verstehe ich nicht. Sollen wir da runter oder nicht? Der lädt sich die richtigen Drehbücher runter, Johannes. Kann man sich das runterladen, ne? Frag nicht. Hatte ich nicht zu interessieren, nicht, dass ich auch noch was mache. Mach ich doch gar nicht. Naja. Also muss man es auch nicht wissen. Ich frag doch nochmal. Ja. Weil du es ja wissen willst. Ja, dunkle Seen gehören mir. Auf drei Leute, okay? Eins. 2, 3. Dunkle Seelen gehören mir. Und jetzt so, hui, was macht er gar nicht mit seinen Armen? Also, ich muss Sachen wegmachen. Bild vergrößern, kostenlos. Schwierig. Bild online. Bearbeitung. Wie heißt denn der Programm? Giphy oder was? Nee. Meins? Fotofiltre, aber jetzt habe ich gar nicht mehr. Aber es ist halt ein Billo-Programm, aber ich mag es trotzdem gerne. Ich muss es mir wiederholen. Weiß nicht, ich bin halt Photoshop-Boy. Ja, genau. Aber Photoshop ist irgendwie wahnsinnig crazy irgendwie. Geil, aber es ist halt auch, wie heißt das, anstrengend oder so. Und raus mit den Spoilern. Ja, das ist aber echt lästig, kann ich ja sagen. Das ist schon echt lästig, finde ich nicht gut.
Immer diese völlig, weil er davon ausgeht, dass ich auch das, ich habe ihm schon tausendmal gesagt, dass ich mir nichts, ich gucke mir maximal einen Trailer an von irgendeinem Film beim Int oder Marke, die mich interessiert, habe ich schon tausendmal gesagt. Und er redet einfach so unbeholfen einfach drauf los, so, ohne sich also, Gedanken zu machen. Finde ich nicht gut, ne. Ja, die machen ja sonst keine anderen Themen, ne. Weiß nicht. Michael, sag mal, was ist hier los? Gimp, ja genau. Gimp könnte man Alex empfehlen. Gimp habe ich auch, das hat das mit so einem Füchschen, aber das habe ich immer los mit Putzen zum Putzen, ne. Aber was meint er mit Mini-Bild vergrößern oder meint er mit Bild vergrößern? Gimp ist ja, okay, jetzt haben wir schon mehrmals Gimp genannt, ich glaube, das wird es sein. Bei Gimp gibt es eine coole Funktion, da kann man dann zum Beispiel ein Bild... merkst du, wie du mir erzählen willst, als spielen willst? Da hast du zum Beispiel eine Figur, dann kannst du da hinten den Hintergrund wegputzen, ja, was? Warum gibst du den Controller nicht ab, wenn du weißt, dass du lieber reden willst? Hätte sein können, dass ich beides kann, ne? Nein, hast du gesehen 50 Mal, dass es nicht klappt. Es hält uns nur auf hier. Wir haben jetzt schon guten Progress gemacht. Wir haben immer den Echsenkönig getötet. Wir haben viele große Viecher getötet. Kletter mal da hoch. Also da hinten drin war ich schon. Guck mal da, Chris, oder können wir da gar nichts machen? Ne? Chris, wenn du den Film gesehen hast, dann bitte knallt beurteilen, nichts schönreden oder verzeihen. Kritisch belieben bleiben. Auch wenn es Indie ist. Ja, müssen wir mal gucken. Da war ich ja, Chris. Geh mal da hoch noch, bitte. Ja, ich versuch's, aber muss noch gucken, vielleicht muss man, ich hab dann immer das Gefühl, ich muss ihn nochmal sehen vielleicht, um wirklich, manchmal kann man beim ersten gucken, es ist oft so, man muss, glaube ich, es ist wie ein Essen, man muss ein Essen vielleicht zweimal essen, um es wirklich letztendlich zu beurteilen zu können. So, mich jetzt mal wieder hier. Oh ne, das ist was Neues. Ah, das ist ein Spreizer. Ne, ist ein Zugang. Da ist ein Viech da oben, speicher mal. Zugang. Speicher mal. Echt, ach so. Das ist ein Zugang zu einem Boss. Ne, das ist kein. Das ist doch ein Spreizer. Spreizer? Ja. Oh, da ist sie! Habt ihr schon vorgewandt vor der alten Hex? Oder wie haben wir sie genannt? Das Vibesbild. Hab sie. Da ist schon mal eine. Noch eine, man. Mene. Echt? Hier, wie die kleine Imperatorblitze, ja. Das sind noch mal eine. Zwei sind es, glaube ich, oder? Dafür sind die jetzt schwächer geworden. Jawohl. Sehr gut, Chris. Ach, ich dachte immer, man kann hier runterfallen. Okay, geil. Ich hab's. Ja, mach du, Hata. Gimp packt das nicht. Ich schicke es so. Es sogar. Oder später mal in Discord. Okay. Keine Kühlschränke, keine Käfer. Wahrscheinlich die Dateigröße anpassen. Nach Teil 4, den es nicht gibt, war ich so enttäuscht, das war schlimm, ja. Kannst du immer noch bitte vorlesen, wer das sagt? Ach. Okay, noch ein neues Wunschspreizer. Okay, aber jetzt haben wir fast alle, oder? Einer fehlt. Zwei haben wir jetzt. Wir haben zwei offen, zwei Welten sind offen, Jack und Exe. Und zwei haben wir, genau, einer fehlt noch. Also ein Wiederkäuer. Habe ich jetzt nicht verstanden. Auch nicht. Warte, ich habe gerade irgendeine Analogie gesagt mit irgendwas mit Essen, glaube ich, ja. Da war irgendwas. Ach, manchmal muss man einen Film mehrmals gucken, so wie man Essen mehrmals essen muss. Stimmt. Das, ja, okay. Ich habe schon damit gerechnet, dass jemand einen Gag macht. Kommt aber reichlich spät. Ist doch wieder Verzögerung, oder was? Nee. Alles grün. Aber Wolper hat's okay gemacht, ja. Hab mir gedacht, dass das wieder kommt. Dass mit dem Wiederkäuer irgendwas. Nein. Eine gewisse Mahlzeit mehrmals essen, also. Eine Kuh ist ein Wiederkäuer. Wo musst du hin? Ich war jetzt hier schon fertig. Okay. Wollen wir mal auf die Karte gucken, ob es hier sonst schon was Feines gibt für uns? Lies einfach zu spät vor. Also ich habe jetzt das Signal gekriegt. 21.08 Uhr. Wir können es dunkle Seelen finden noch. Ja, aber so viel Zeit bleibt auch nicht mehr, Michaela, ne? Ja, noch ein bisschen. Oh, stimmt. So viel Zeit haben wir gar nicht mehr, aber mach ruhig, Michaela. Kann ich so den
dunklen Schwestern gehen, lieber. Was ist hier? Aber sind wir hier fertig? Nicht, dass wir hier nee, dann wieder... Nee, wir haben hier auch nochmal was. Ja, aber wir haben irgendwie keinen Bock mehr auf die Location. Aber wir fangen 1000 Baustellen an, bringen wahnsinnig fertig. Macht ja nichts, oder? Doch, das macht was. Mist. Mach bitte mal da weiter, wenn's geht. Ei, ei, Captain Chris. Aber wo gehst du hin? Da hinten wieder raus. Hier waren wir jetzt fertig. Sicher? Ja. Ich gehe hier echt ein gleich, ey. Vor Hitze? Ja. Oh, ich hab gesehen, diese Woche bei einem Discounter mit L kann man Bettbezüge kaufen. Die ist auf einer Seite ist die kühl zum Schlafen nachts im du Sommer. Du willst wieder im Spiel oder reden? Und innen, und wenn man es umdreht, ist es kuschelig warm für den Winter. 10 Euro und für kleine Kissen 5. Habe ich aber nicht gekauft. Muss ich, ob ich es brauche. Kontax. Ich schwitze auch brutal. Ja, es ist echt eklig. Mann. Ihr könnt einfach eure Söckchen ausziehen und dann holt euch eine Wanne mit kaltem Wasser und macht so ein kleines Fußbad. Das bringt es nicht wieder. Das ist nur Betäubung. Ich muss die Klima aufbauen, wenn das jetzt so bleibt. Ey. Okay. Ich habe irgendwelche Gerüchte gehört von 40 Grad irgendwie, sonst irgendwann da werden. Aber das ist doch, dann ist er tot dann, oder? Sterben wir doch. 40 Grad stimmt doch für Menschen, oder? Nö, oder? Naja, wenn ich Fieber hab. Dann stirbst du auch nicht. Ja, nee, aber mir geht's auf jeden Fall dreckig. Mit 40 Grad Fieber. Dann ist nicht mehr viel. Dann ist man ja selbst nochmal ein bisschen wärmer, oder? Nicht, oder keine Ahnung. Ventilator läuft für mich. Ey, bei uns auch. Wir haben ja Ventilator, volle Kanne, aber er bringt fast nichts mehr. Das kommt nichts an irgendwie richtig. Der wirbelt nur die heiße Luft noch um. Hast du da hervorragend gespeichert, ne? Mhm. Bei uns soll ein bisschen kälter werden und Regen. Ja, bei dir drüben ist es echt nochmal krasser, ja? Weißt schon. Ja, wir haben eine Klima, aber die ist so ekelhaft zum Aufbauen und immer zum... Und es kriegt man das Fenster immer nicht richtig zu und so ein Scheiß, nämlich da kommt auch nicht weiter. Ich helfe kurz aus dem Raum, okay? Bitte was? Das oh hab ich Mann. Verstanden. Probier du es mal, Chris, du kannst es so gut. Du kannst wieder glänzen, Chris. Unvorstellbar, sagt der andere Teil. Dann 40 Grad sind die Pessimisten. Wo soll ich hin? Du machst neu laden. Und dann machst du toll, okay? Glänze, Chris. Scheine. Dein Fan, glaube ich, hinter dir. Ich weiß nicht, warum du nicht taktisch vorgehst. Wollt ihr? Immer nur einfach so reinspringst einfach in die Scheiße hier. Du spielst einfach zu hektisch, das ganze Spiel, mich hier dafür. Mir ist so warm, sag ich einfach. Nee, das ist einfach falsch. Wieder eine dunkle Seele. Fuck. Nein! Lass mich doch noch sterben. Ja. Wunderbar. Die dunklen Seelen gehören mir. Jetzt brauchen wir ganz schön viel, bis das nächste Level erreicht, ey. Ich bin schon Level 8 sogar schon. Ah, jetzt ist ja auch. Hier waren wir schon. Okay. Was heißt das? Ist das ein Shortcut das halt oder was? Ja, dass wir jetzt wieder entweder blöd gucken oder wir laufen ein bisschen weiter. Chris entscheidet sich für blöd gucken. Ui. Das, weißt du, wie es hier aussieht? Wie bei Jack sieht es hier aus. Nur mit Lava, oder? Ja. Da war ich schon. So. Eine müssen wir noch finden, oder? Wir waren da oben überall nicht da, ne? Die goldene Plattform, die da rumspringen. Da. Doch, da waren wir, glaube ich, schon. Da waren wir schon. Okay, warte. Hip. Hip. Was wird jetzt wieder da runter? Also, da sind wir doch da hochgesprungen, oder? Ja, aber ich bin da unten entlang.
Ups, ich auch. Mach ja die Steuerung bei dem Spiel nicht so. Hallo. So, okay. Pam. Aber dann waren wir doch hier drüben, oder? Guck, wenn die jetzt wieder runter. Ich war nur hier, weil einer geschossen hat. Aber die Michi war hier, glaube ich. Ja, da geht's ja dann zum Propeller hinter, oder? Okay, keine Ahnung. I don't know. Den gelben Weg, den du denkst. Guck mal, da ist zu noch. Da muss offen sein. Aha. Ich weiß ja. Da unten kommt man rein, okay. Mist, kann aber sein, dass wir da tauchen können, wenn in der Lava. Ach so. Am 29. glaube ich, ne? Mhm. Ist es auch Kinostart oder ist es Vorpremiere? Weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Was Johannes uns da organisiert hat. Wir müssen es aber nur bezahlen. Na, jetzt werden wir auch sehen. Ich will erstmal den Film sehen. Und dann sagst du, er muss bezahlen, wenn der Film schlecht ist. Nee. Hier, die Verantwortlichen müssen zahlen. Disney oder was? Ist jetzt bei Disney, oder? Hier ist auch noch was. Oh, ich will hier rein, bitte. Open the gate. Also in 10 Tagen, okay. Ja, die Seele zeigt dir halt an, wie viele Seelen du jetzt mit deinen aktuellen Fähigkeiten holen kannst. Ja, das weiß ich. Komm, Michi, ich schaff's noch im Stream. Stöhnt denn das so? Oh, ein Impoleon und ein Suicune-Smiley. Sehr schön. Disney hat kaum Geld, Chris. Oh Gott, keine Nicht? Ahnung. Nicht? Hätte es gedacht. Schau mal, Chris, wir müssen bestimmt da runtertauchen, dann können wir die Seelen haben. Ja, siehst aber da? Mit den Fähigkeiten wird auch angezeigt im Level beim Teleportieren, dass du noch eine Seele zu holen bist. Vielleicht müssen wir am Anfang des Games. Also hast du jetzt die Fähigkeiten, jetzt noch eine Seele zu holen. Ohne das Tauchen halt, ja? Praktisch halt das. Also muss irgendwo noch irgendwas sein, ja? Bist du mal draufgesprungen da unten? Ja, da war ich schon mal. Okay, dann wieder zurück. Hip. Die können Eisattacken, vielleicht helfen die ein wenig. Ja. Sehr schön. Ein Polion kann aber noch nicht Stahlattacken. Aber ich will auch keine Eisattacke. Attacken sind doch böse. Hältst du nicht fest, Michaela? Was waren das für Geräusche? Ich finde Eisstrahl immer so eine coole Attacke. Oh, hier waren wir doch auch schon überall. Jetzt bin ich hier. Jetzt bin ich im Kreis gelaufen wieder. Genau. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Waren wir hier jetzt überall an Land? Kannst du mal alles abchecken, wenn du magst. Irgendwo bin ich hier runter dann gegangen, ne? Und dann sind wir hier. Von oben. Ja, bis hier runter? Ja, und dann sind wir von hier oben rausgeflogen, ach, weil wir da in dieser komischen Wunschspreizerkirche waren oder so, wie die heißen. Was ist hier? Weiß. Da sind wir oben runtergefallen, aus der Wunschspreizerkirche. Komischer Sound, Öffel macht da irgendeiner. Aber kannst du auch nochmal da runter gehen, Chris? Vielleicht geht da nochmal was. So, guck mal, da geht's auch noch runter. Da waren wir auch schon. Wo runter warst du denn? Da waren wir auch schon zweimal. Da drin? Ja. Da warst du? Ja. Da haben wir einmal den Propeller angeschaltet. Und einmal haben wir da, weiß ich nicht mehr. Oh, Spaten.
Controller läuft übrigens super. Alles Spaghetti, Paletti. Keine. Gibt es noch mehr Pokémon-Stickers? Smileys? Dann gehe ich das nochmal runter, Michi, wo ja. Du sagst. Oh, da kam ich doch gerade her, oder? Schon wieder ein bisschen länger her. Hier waren wir doch jetzt auch. Da ist ein böser Typ oben. Das hat das, wo du draufgesprungen bist vorhin. Sicher. So. Kam ich jetzt hierher? Oder kam ich hierher? Hier geht's hoch. Oh ja, yes, wir sind schon wieder offline, Chris. Oh, tatsächlich. Ja, also ganz nicht. Same off. Könnt ihr uns sehen, Leute? Wir sind noch da. Licht hat gewonnen. Nein, oh nein. Aber ey, ich sag's euch, es liegt an der Hitze eventuell. Ich sag's echt, dass der PC vielleicht zu warm wird. Also machen wir jetzt auch gleich Schluss. Hier warst du ja schon, oder? Da oben, Mann, der Koks. Wie kommen wir da hoch? Weiß ich nicht. Da bin ich vorne rumgesprungen auf einmal. Bam, bam, bam. Da schon mal sagt zu mir, Güte, keine neue Nachricht. Weißt du noch? Wir können nochmal hoch. Ah ja, ich weiß, wie wir da hochkommen. Da müssen wir über diesen stacheligen Übergang draufklettern, ne? Nein. Too greedy, Chris. Ja. Wir sind wieder da. Tralala. Nee, wir sind wieder weg. Oh, toll. Ich glaube, wir unterbrechen hier. Okay, dann speicher bitte. Ja. Also ihr lieben Leute, wir hören ja glaube ich auf jetzt, für alle, die das im Nachhinein gucken. Ich mache jetzt hier, geht's hier off-air. Ich speichere ganz kurz. Unser lieber... Es tut uns sehr leid, wir sind jetzt off-air gegangen, also richtig off-air gegangen, weil uns auch das Ding sowieso sagt, dass wir off-air sind. Aber wir nehmen es ja gleichzeitig noch auf, deswegen ist es hier die Finale. Könnt ihr das Ende angucken, genau. Genau. Das war jetzt die Session hier. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, Leute. Genau. Wir wünschen euch alles, denke ich, Gute wie immer. Genau. Gute Bleibt Nacht. Gesund, trinkt wie bei der heißen Gute Wetter. Nacht an alle, die anwesend waren. Wolper, Xena, Edmin, Alex, Willochen. Sarah, will niemanden vergessen, Nova, Sarah. Alle Herzchen für euch. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Ciao, ciao.